So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Hunter Call of the Wild. Heute wieder die Bogen-Challenge und wir sind auf der nächsten Map unterwegs. Ihr seht es schon am tiefen Schnee, nach dem, was man unter tief versteht. Medved Tiger. Heute mit dem Bogen. Ich freue mich drauf und damit let's go. Mag die Map. Ich finde die einfach gut. Also vor allem, weil man im Schnee auch ganz gut die Tiere sieht. Weil es halt auch mal was ganz anderes ist als auf den anderen Maps. Ich mag auch Yukon. In Yukon kann es ja auch schneien. Und dann sieht es ja in Yukon ähnlich aus wie hier. Also ich wünsche mir vielleicht für die Zukunft noch eine Map mit Schnee. Das wäre nice. Müssen wir nur gucken, ob wir die richtige Munition haben. Ah, das wollte ich nicht. Ich habe jetzt gepfiffen. Bin schon wieder vollkommen offen. So, 160 Meter, aber er bleibt halt nicht stehen. Wir können versuchen, auf ihn zuzugehen. Ist aber schon nervös, ne? Und Schuss. Oh, ich glaube, ich habe ihn getroffen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Das waren 150 Meter auf dem Elch mit einem Bogen. Im Laufen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn getroffen habe. Da vorne ist auf jeden Fall ein Rentier. Also. Aber das sieht. Tödlicher Treffer. Gerade eben. Ja, sehr gut. Gut aus, wollte ich gerade sagen. Nächstes Tier. Komm schon, komm schon. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das habe ich mir auch gedacht. Okay. Wir verfolgen den Elch weiter. Du bist gerade Mitte, klingt gut. Ja, da vorne ist er doch. Hier ist er doch schon. Silberner Elch, 99,5. Schönes Ding. Doppellunge. Oh, ey, der war wirklich gut, der Schuss. Der war wirklich gut, der Schuss. Dafür, dass es mit dem Bogen ist und dafür, dass er unterwegs war, also gegangen ist, war der wirklich gut, der Schuss. Top. Also hier vorne Warnruf, aber ich hab leider keine Bubble. Kann euch nicht sagen, was es war. Ich würde sagen, ein Elch. Sehe aber auch gerade hier überhaupt gar nichts. In der Richtung. Da ist ein Elchweibchen. Ich suche aber ein Männchen. Wenn es geht, hätte ich gerne ein Männchen. Da drüben ist ein Männchen. So, Elch 140. Wie viel? 116. Ah, 116 Meter. Okay, ich versuch's. Drückt mir die Daumen. Weiß nicht, ob der gut war. Weiß nicht, ob der gut war. Aber es sieht gut aus, ne? Es sieht gut aus. Ah, vielleicht auch doch nicht. Schauen wir das mal an. Er ist halt noch sehr viel, also sehr weit gelaufen. Sehr viel gelaufen. Keine Organe. Nein. Ein elchischer Brümpfschrei. Da gehen wir natürlich hinterher. Muss, glaube ich, auch an dem See sein. Und das ist auch ein See, ja.
Nee, warte mal, dann gehe ich lieber hier runter, um da drüben dann hinzuschießen, oder? Das klingt nach einem Plan, das klingt sehr klug. K-L-U-K. Ich bin sehr klug. Da ist doch unser Elch. Ich glaube, der hat gerufen. Der hat, glaube ich, gerufen. Okay. Was ist mit deinem Bruder hier los? Vielleicht besser? Der sieht schon krass aus, der andere hier. Jo, Vierer leicht. Okay. Dann nehme ich doch den. Ich habe beide getroffen. Okay. Das könnte jetzt interessant werden. Beide getroffen. Der hat auf jeden Fall noch volles Life. Der ist unbeeindruckt. Geht er davon? Aber den anderen habe ich tödlich getroffen. Auf jeden Fall den von der Seite. Den habe ich tödlich getroffen. Der Vierer. Ja, sehr gut. Sehr gut. Oh, da liegt er im Gras. Goldener Elch. Doppellunge. Oh, sehr weit hinten. Ah, da hätte ich ein bisschen vorziehen sollen. Egal. 210,8. Ja. Ein schöner, solider, goldener Elch. Top. Es muss auch gerade Trinkzeit-Elche sein. Also, es geht ja gar nicht anders. So viele Elche, wie ich jetzt schon am Wasser gesehen habe. Trinkzeit-Elche ist gerade aktuell. Gehe ja auch gerade auf einen Aussichtspunkt zu, denn ich habe gesehen, dass ich auf der Map hier anscheinend noch nicht alle Aussichtspunkte freigeschaltet habe, beziehungsweise ein oder zwei hier noch offen sind. Auf jeden Fall gehe ich jetzt zu dem ersten. Ich hoffe, das Gelände ist nicht so unwegsam da hoch. Okay, Rentiere. Die sind aufmerksam. Wachsam. Ich lasse die mal kurz, dass sie sich entspannen. Ich habe halt genau Rückenwind zu denen, ne? Und da ist noch ein Braunbär. Zwischen den Rentieren ist noch ein Braunbär. Hier ist noch ein Wild. Alter, hier ist ja alles. Hier chillen noch Wildschweine. Oh, er ist ein schmackhaftes Ziel. So, 113 Meter. Naja, wir müssen noch ein bisschen ran. Hier ist so viel auf dieser Wiese. Hier sind Rentiere, da drüben ist ein Bär. Hier sind auch irgendwo Wildschweine, habe ich gesehen. Die hier so zwischen den Dingern liegen. Oh, ich bin festgefahren, lol. Und erwischt. Erwischt. Ja, guckt euch an, was hier alles abhaut, ne? Wildschweine, Rentiere, da drüben war ein Bär. Okay, Rentier tödlich getroffen. Sehr gut, da vorne liegt er. Der gute Bock. Blutungsgrad hoch. Okay, ich bin gespannt auf das Trefferbild. Auf jeden Fall. Oh ja, vorne rein. Da leuchtet es am Hals. Vorne in die Lunge rein. Leider nur Bronze, weil ich dumm bin und ungeeignete Munition verwendet habe. Aber ich habe... Ich habe ihn gut getroffen. Ich hätte nur die Munition wechseln sollen. Scheiße. Naja, okay. Schön. Oh, okay. Scheiße.
in den Stein. Und her. Erwischt. Ja, das war's, glaube ich. Aber einen habe ich im Drive-By erwischt. Und einer ging in den Stein. Schön. Tödlicher Treffer. Da vorne liegt sie. Ist eine Kuh, glaube ich, ne? Bin mir ziemlich sicher, dass es eine Kuh ist. Ja. Einmal Wirbelsäule, Lunge bitte. Diesmal die richtigen Munition. Leider trotzdem nur Bronze. Es war ein Weibchen. 94,9. Schade. Aber geiles Schussbild. Geiles Schussbild. Also ich schieße auch manchmal wirklich gern mit dem Bogen so aus der Hüfte. Also ohne rein zu zoomen, einfach so, ne, wenn die halt nah dran sind oder du, man schießt ein Bison, ein Elch oder sowas, was ein Tier, was einen gerade angreifen möchte. Das ist ultra smooth, befriedigend, finde ich, wenn er mal so und dann zack. Sehr nice. Vor allem mit dem Durchschlag, ja. Es ist wirklich gut. Aber natürlich ist das sehr, sehr unsauber, also beziehungsweise trifft man da nicht so gut. Da muss man wirklich Glück haben, wie ich jetzt eben, also fein auch im Laufen. Wisst ihr, was ich meine? Da muss man Glück haben. Das hat nichts mit Können zu tun. Einfach nur in den Lauf reinziehen und dann Glück haben, dass man irgendwas da trifft, was das Tier tödlich verletzt. Ja. Sehr schön. Aussichtspunkt freigeschaltet. Ich hoffe, das war der letzte auf der Map. Aber wir gucken gleich mal auf die Karte. Müsste ja dann alles aufgedeckt sein. Ja. Sehr schön. Okay, top. War tatsächlich mein letzter Punkt, den ich noch nicht freigeschaltet habe. Hier unten war ich auch noch gar nicht so richtig. Hier sind auch noch Außenposten, die ich auch noch überhaupt nicht habe. Okay, irgendwie habe ich einen Bug. Seht ihr das ganz links da oben in der Bildschirmecke? Da ist irgendwie sowas wie ein, also so wie ein Marker, so wie ein Fragezeichen oder eine Quest oder irgendwie sowas, ne? Ein grüner Marker da oben links in der Ecke. Also habe ich wahrscheinlich schon die ganze Aufnahme lang, aber es ist mir gerade erst aufgefallen. Buggy. Hätte wahrscheinlich auch nochmal die Zeit umstellen sollen. Ich habe keine Ahnung, was halb drei so am Wasser chillt. Aber irgendwie glaube ich so gar nichts. Hier zumindest nichts. Ein Elch. Ein Elchweibchen. Oh, und da drüben ist eine Gruppe mit Männchen. Auf jeden Fall ein Dreier ist dabei. Machen wir ganz kurz eine kleine Zielübung an dem Weibchen hier. Die habe ich wirklich zentral getroffen. Ja, komm schon, fall um. Fall um. Ich weiß ja gar nicht, wie viel die aushält. So, wo habe ich dich getroffen? Ah, schon wieder die falsche Munition. Oh, ey, ich lerne es auch nicht, ne? Ich komme nicht rein. Das ist, weil ich schon lange nicht mehr gezockt habe. Falsche Munition, aber sehr, sehr gut getroffen. Wäre Doppelunge, wenn ich die richtigen Pfeile verwendet habe. Hätte. Top. So, Dreier Elch, meine Freunde, aus 100 Metern. Schauen wir uns an. Hör auf, dich am Kopf zu kratzen. Oh ja, schöner Schuss. Ich habe auch gesehen, wo er reinging. Es könnte auch Herz gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall tödlich getroffen. Schön. Und da liegt er im Busch. Top. Silberner Bock, Doppellunge. Oh ja, doch. Ja, ein bisschen weit weg vom Herz. Hat er noch gesagt, Herz hätte es sein können. 150,6. Schön. Top. Die nächsten Elche vor mir. Allerdings wird der Dreier... Es ist nur ein Dreier. Allerdings wird der Dreier-Elch gecovert so ein bisschen von seiner Kuh. Wir sind heute nicht hier, um Kühe zu schießen. Deswegen müssen wir da so ein bisschen darauf hoffen, dass sich da noch irgendwas bewegt. Oder wir surrounden so ein bisschen. Das können wir auch machen. So, jetzt steht er sehr, sehr gut. Wir lassen ihn in Ruhe. So, meine Freunde, nächster Dreier-Elch. 100 Meter mit Bogen. Let's go. Ein bisschen in den Wind reinziehen. Das sah gut aus. Das sah sehr gut aus. Der liegt auf jeden Fall. Schönes Ding. Ja, schöner Dreier, echt. Top. Oh, ich habe ihn nicht tödlich getroffen. 153,3. Der wäre Silber gewesen. Wo habe ich ihn getroffen? In die Wirbelsäule. Ah, zu hoch. Zu hoch gezielt, zu hoch getroffen. Der hätte einen Rollstuhl gebraucht, um weiterzulaufen. Deswegen lag er auch so schnell. Ich habe mich schon gewundert. Bei einem Doppellungentreffer liegt er eigentlich nicht so schnell. Ja, sowas gibt es halt auch. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel aufgenommen. Nicht so viel gestreamt. Habt ihr bestimmt gemerkt. Also irgendwie mein letzter Stream ist 20 Tage her oder so, keine Ahnung. Ich war ziemlich krank, angeschlagen. Also zuerst so gesundheitlich und dann zum Schluss auch mental. Ich muss auch gestehen, dass ich da noch nicht so ganz raus bin wieder aus der Nummer. Aber ja, solche Phasen gibt es halt auch. Und ich versuche gerade so ein bisschen auch meine Streams, meine Videos, alles ein bisschen neu zu ordnen. Zu refreshen so ein bisschen den ganzen Style und so. Weiß noch nicht, also im Stream habe ich schon eine Idee, bei den Videos noch nicht so wirklich, außer dass ich ein paar andere Games noch zocken werde. Ja. Hier vorne nur eine Kuh. Gibt's hier keinen Bullen für die Kuh. Schade. Mal versuchen, die aus 150 Metern zu schießen. Wir haben eigentlich ziemlich gut Rückenwind. Weiß nicht, ob ich da überhaupt getroffen habe. Nee. Ist ein tödlicher Treffer, ne? Ist ein tödlicher Treffer. Ja, interessant. Also vom Treffer-Feedback her, was sie mir... Da vorne liegt sie. Was sie mir gegeben hat, hätte ich gesagt, ich habe die nicht getroffen. Vom Feedback her hätte ich gesagt, ich habe die nicht getroffen. Aber dabei habe ich die... Ein schöner Scharfschlägtreffer. Ich habe die richtig, richtig gut getroffen. Guck mal. Leber, Magen, Darm, Hinterlauf, Oberschenkel, Knochen, Muskel, Schulterblatt, Lunge, Lungenflügel rechts. Boah, richtiger Scharfschlägtreffer. Top. Haben wir das auch mal getestet? Ja, also es geht natürlich auch gut, wenn man... entweder Wind von vorn oder Wind von hinten hat, ne? Dann brauchst du nicht so in die Seite, also seitlich zu regulieren. Wenn du Wind von der Seite hast, sind solche Treffer von vorn gar nicht so einfach. Oder von hinten. Ihr wisst, was ich meine. Da vorne ist auch wieder eine Kuh, nur eine Kuh. Naja. Ja, bevor ich jetzt hier noch eine Elchkuh schieße, würde ich sagen, war es das für heute mit dieser Folge.
The Hunter Call of the Wild. Bogen-Challenge Nummer 3, Met with Tiger. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War eine Map, die sich auch sehr gut mit Bogen spielen ließ, muss ich sagen. Also die Elche waren heute auch ein bisschen gütig zu mir. Also klar, waren nicht so viele Vierer dabei. Einer und den habe ich, glaube ich, verschossen. Oder habe ich den getroffen? Nee, den habe ich getroffen. Gold, ne? Stimmt. Aber ja, ich freue mich auf die nächste Map. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut und bis dann. Ciao.